Hallo Waage, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne Waage mit dir die Wochenaussicht vom 6. bis 12. Februar 2022 mit dir teilen. Egal welcher Energie du entsprichst, von der Energie Waage, egal wie alt du bist, okay, ab 18 Jahre. Schau mal, ein Stier begleitet dich auf irgendeine Art und Weise oder eine Erdenergie. Auf der anderen Seite wird von dir vielleicht auch gefordert werden können, Bodenständigkeit, Klarheit, Disziplin, Kontrolle an den Tag zu legen. Nächste Woche geht es vor allen Dingen darum, wenn du auf eine Erbschaft wartest, auf eine finanzielle Verbesserung, auf eine Geldeinnahmequelle, ja, wenn du irgendwie finanziell was erwartest, kommende Woche kann ein Geldsegen eintreten in dein Zuhause oder die Weichen gestellt werden für einen finanziellen Wohlstand. Wenn du mit Finanzen nichts zu tun hast, auch nicht beruflich, ja, geht es darum, dass eine Harmonie, eine Sicherheit, eine romantische Liebesgeschichte, eine neue Lebensenergie, eine positive Kraftquelle in dir auflebt oder jemand den Weg zu dir findet, weil eine neue romantische Phase bringt einen Neubeginn, der aber auch gleichzeitig für viele mit einer Situation beruflicher Natur, familiärer Natur zu tun haben kann. Das heißt, hier geht es darum, vertraue deinen Träumen, ja, aber vertraue vor allen Dingen, dass diese Entscheidungen, diese Diplomatie, diese neue Wegorientierung, die du gerade annimmst, die richtige ist. Raus aus Schuldgefühlen, raus aus Theater, raus aus irgendwelchen Duseleien. Die Liebe zu dir selber und die Liebe zu einem Menschen, zu einem Partner, zu deiner Familie, zu dir selber wird bewusst und unbewusst im Vordergrund stehen. Das heißt, für Waage wird in der nächsten Woche sich etwas verändern, ja, aber vor allen Dingen in der Liebesenergie, in der spirituellen Energie, in der Herzebene wird ein Neubeginn starten mit einem Partner, ohne einen Partner. Das ist so wie, als ob das Leben dich küsst und sagt, wir lieben dich und wir schauen mal, wo die Reise hinführt. Springe einfach auf dieses Brett auf. Zahl 27 und 47. UIS WM JKL WM GHFO ECX und R. Okay? Waage, ich wünsche euch alles Liebe. Sagt mir in euren Kommentaren, wie so eure Woche gewesen ist. Okay? Wohlstand ist in sich, Gesundheit ist in Stich, sich neue romantische Phase, Liebe, alles was dazu gehört, eine Powerwoche für euch Waagegeborene, auch für die ältere Generation, wenn ihr bereit seid zu resonieren. Private Legung, zielorientierte Therapie, 7 Termine habe ich noch frei, schreibt mich an. Danke für eure Likes, für eure Abos, für all diese Kommentare, für diese wunderschöne Begleitung. Und sonntags starten wir unsere Live-Chat, sei dabei und stell deine Frage. Bis dahin, alles Liebe, Waage. Bye.